Hey, hier ist Kamal von TechStage und das hier ist die Refon HTC, eine kleine Kamera, ein Accessoire für euer Smartphone, egal ob iPhone oder Android, das könnt ihr euch kaufen. Was man damit alles machen kann und ob ihr so etwas braucht, das alles und vieles mehr erfahrt ihr heute in unserem Test. Bleibt dran, jetzt geht's los. Über die HTC Re gibt es eigentlich großartig nicht viel zu sagen, das Produkt ist sehr simpel und einfach verständlich. Aber fangen wir erstmal einfach mal mit der Optik an. Die Re gibt es in vier verschiedenen Farben, weiß, orange und grün sowie blau. Das sind die vier verschiedenen Farben und die Kamera ist offiziell zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro verfügbar, wobei der Internetpreis so bei 150 Euro liegt, also kalkulieren wir ruhig damit. Was kann man denn nun mit der Re alles machen? Wir kommen gleich zu den Funktionen, ich würde aber trotzdem erstmal noch zu der Form und der Gestaltung etwas sagen. Wie man sieht, und das ist sehr merkwürdig, hat die Re eine sehr außergewöhnliche Bauform. Sie sieht aus wie ein Inhalator und so wird sie auch von vielen wahrgenommen, denn ja, man hat wie so ein Rohr hier und dann hat man da so eine Öffnung quasi, was in diesem Fall die Linse ist. Ja, sie sieht aus wie ein Inhalator, ist natürlich die Kamera und das hatten wir auch HTC gefragt. HTC sagt aber, sie passt perfekt in den Händen und mit einem Daumen ist sie zu bedienen, egal ob Rechts- oder Linkshänder, man kann mit Daumen einfach einmal raufdrücken. Dann macht man ein Bild und drückt man länger drauf, dann macht man ein Video. Und so hört man dann auch quasi wieder auf. Es gibt kein Display, alles wird akustisch signalisiert. Es gibt aber auch das Visuelle, nämlich eine LED hier auf der Rückseite. Im Knopf, das sieht man etwas schwer, gerade beim hellen Licht ist das etwas schlecht abzulesen. Ich wünschte, HTC hätte es äußerlich gemacht, dann wäre der Kontrast etwas besser geworden. Aber ja, das ist nicht nur die einzige Taste hier, sondern hier auf der vorderen Seite gibt es noch eine weitere kleine Taste und die macht Zeitlupenaufnahmen. Ansonsten, das ist die Bauform, sie ist IPX8 zertifiziert, das heißt, sie ist wasserfest, und aber nicht staubfest. Darauf muss man achten, wenn man sie also zum Strand mitnimmt, dann nur gegen wasserresistent und nicht gegen Sand und Staubkorn. Ansonsten, ja, das ist die kleine Re, sie hat eine Masse von 70 Gramm, etwas weniger als 70 Gramm, lässt sich aufladen über einen Micro-USB-Anschluss, hat einen ganz normalen Anschluss für Kamera, Gewinde und man kann eine Speicherkarte einlegen. Ab Werk gibt HTC eine mit 8 GB, ich empfehle aber dann eine etwas größere zu legen, weil dann hat man einfach ausgesorgt. Der Akku, der hier eingebaut ist, der schafft um die 1200 Bilder, sagt HTC. In unserem Test haben wir hier rund 1100 Bilder geschafft, manchmal auch weniger, weil wir sie sehr oft genutzt haben. Die Kamera hat keinen An- und Aus-Taste. Stellt man sie einfach hin, dann schaltet sie sich nach einer Zeit wieder ab. Nimmt man sie in den Händen hoch, dann schaltet sie sich automatisch ein und dann ist sie auch startklar und ich kann wieder ein Bild machen. Aber jetzt kommen wir doch zu der 150 Euro teuren Kamera. Was kann man denn nun mit ihr machen? Optik haben wir uns gerade angeschaut. Die Re, muss man sagen, als erstes ist keine Actionkamera à la GoPro Hero 3 oder GoPro Hero 4. Vermutlich ist sie auf dem Niveau einer GoPro Hero 2, weil die Bildqualität so ähnlich ist wie bei einem ganz normalen HTC Desire Eye oder OneWay 8 oder Desire 820. Also es ist ähnlich wie eine Smartphone-Kamera ohne Blitz und kann halt Fotos und Videos aufzeichnen. Was kann sie alles aufzeichnen? Sagen wir es nochmal haargenau. Fotos 16 Megapixel, der Sensor ist so groß wie bei einem Smartphone. Videos 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde. Zeitlupenaufnahmen mit der vorderen Taste hier 720p, dann aber etwas schneller, viermal so schnell wie ganz normales Kinofilm. Also es sind 96 Bilder pro Sekunde dann. Und sie kann aber auch Zeitrafferaufnahmen machen. Das lässt sich über die App konfigurieren. Dafür ladet man die App herunter, für Android als auch für iPhone. Da kann man dann zum Beispiel einstellen, wie viele Bilder in was für ein Intervall gemacht werden sollen und das Ganze wird dann zusammengefügt zu einem schönen Zeitraffer auf. Aber die App kann auch mehr, denn man hat dort eine Live-View-Ansicht, wie denn das alles aussieht. Ab Werk ist die Kamera so eingestellt, dass sie ziemlich weitwinklig arbeitet, 146 Grad, und man kann einen Ultra-Wide-Angle noch einstellen, dann sieht man noch viel mehr. Und das ist etwas schwierig, weil der Fokus hier fest ist, macht man blind die Aufnahmen. Meistens sind die Aufnahmen dann schon im Schärfebereich, aber wenn man das sehr genau haben möchte, dafür braucht man dann halt die App, um zu sehen, wie scharf dann alles eingestellt ist. Die Kamera arbeitet über Bluetooth und WLAN mit dem Smartphone. Sie kann auch
Bilder automatisch sichern, wenn sie dann einmal mit einem WLAN-Netz verbunden ist. Das kann man dann einstellen und sagen, okay, sobald ich dann zu Hause bin, sollen dann alle Bilder dort und dort eingestellt und gesichert werden. Das lässt sich hierüber machen. Ansonsten, das ist die Re-Kamera von HTC. So sieht die erste Generation aus. Was mir aufgefallen ist, und das sehr kritisch gesehen, die Kamera lässt sich sehr schwer mit einem neuen Smartphone verbinden. Es dauert bis zu 2 oder 3 Minuten, bis man wirklich nahtlos verbunden ist. Ist man einmal verbunden, dann ist alles gut, aber das erstmalige, das ist etwas schwierig. HTC hätte hier NFC einbauen können, damit man das quasi einmal berührt und dann quasi verbinden kann, aber das haben sie nicht gemacht. Stattdessen muss man in der App die Kamera suchen, Passwort einstellen, finden, das Ganze verifizieren und dann funktioniert es. Und das ist ein Vorgang, der wirklich einige Minuten raubt. Ja, man macht das vielleicht nicht so häufig, aber wenn man es dann macht, das ist dann etwas nervig. Für die nächste Generation würden wir sehr gerne NFC-to-Pair hier sehen, weil das von der Kommunikation her viel, viel besser und nahtloser klappt, vor allem einfacher und schneller. Ansonsten, ja, das ist die HTC Re, so sieht sie aus, das ist sie von der Funktion her. Kommt wie gesagt in 4 Farben, hat eine einfache Handhabung und macht im Grunde Fotos und Videos so, wie ihr sie von eurem Smartphone kennt. Für wen ist sie jetzt alles gut? Für jemanden, der ein HTC Desire Eye hat, braucht die Kamera überhaupt noch? Nein, eigentlich nicht, denn im Grunde ist man mit einem Desire Eye fast genauso schnell wie eine Re, indem man sie aus der Tasche rauszieht, ein Bild macht. Das kriegt man auch mit einem Desire Eye oder mit einem anderen Smartphone auch hin. Der Fokus ist dann halt etwas länger, aber das ist halt nicht so stark, dass man dann halt sagt, okay, ich brauche unbedingt dafür eine zweite Kamera. Aber nützlich ist die Kamera für all jene, die sagen, okay, ich brauche einfach eine zweite Kamera in der Tasche oder sowas, die klein ist, die handlich ist, womit ich schnell Bilder mache, wofür ich nicht unbedingt ein Smartphone mit mir schleppen möchte. Und das Ganze sichere ich dann über mein Smartphone oder mein WLAN zu Hause und habe dann auf jeden Fall sehr, sehr viele Bilder gesammelt. Videos kann sie auch und wie gesagt dann halt auch wasserfest. Und cool ist auf jeden Fall, HTC bietet ziemlich viel Zubehör an für Auto, für Fahrrad, für sonstige Sachen und damit kann man dann doch schon einiges erreichen. Also das ist die Kamera für all jene, die ein Lifestyle-Produkt suchen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.